Natürlich. Kommt ja jeder drauf. Wir bekommen den Steinkreis, mit dem wir hier unten in der Höhle. Warte gerade. Leuchtet denn da so? Egal. Hier können wir jetzt natürlich unseren Steinkreis einsetzen. Ich sollte den Mechanismus erst berühren, wenn ich die Einstellung sichtbar machen kann. Mit Mehl natürlich. Drehe die Steinscheiben und stelle anhand der auf der Tafel gezeigten Symbole die Reihenfolge ein. Irgendwie ein bisschen zu lame, oder? Gut, das war's dann hier. Dann können wir zurück zum Beweisraum. Einmal in den Spiegel gucken. Willst du denn? Dann eben nicht. Oh, hoppla. Nein. Ah. So. So. Why illusion? Tell me more. The park was abandoned before Whitmarsh conceived of using it as a trap. Had he revived it, the risk of the murders coming to light would have been much higher, because people would visit it deliberately, and every disappearance could be linked to this place directly. No, he only catches random passers-by, activating the illusion just before the gate pulls into their view. A camper or motorhome is the perfect target. Those are reserved for the longest trips. No traces are left behind. So, barring some freak incident like a police detective accidentally showing up. See what I mean? By the way, this should help you make your way to Whitmarsh's estate. Vielen Dank, mein Freund. Und damit haben wir 2 von 3 und wir haben 2 hiervon. Time passed. Months, years. Decades and centuries. In the depths of their hideaways, the worshippers waited until eventually the time came. When in their hearts, they heard their master's call again. Das ist ja furchtbar. Centuries after his fall from the deepest pits of hell, Asmodai spoke to his servants, scattered around the world. All of them received the same message. Hunt each other and fight to the death until only one of you remains. Make use of the unholy ritual weapon, for unlike any other, its power shall break the bonds of immortality. The most powerful of my servants will be honored. For I shall claim his body for my return. Den Dolch hat doch Richard noch aus dem alten Teil geklaut, wisst ihr noch? Den hatten wir im ersten Teil in der Tüte, den hat Richard geklaut und jetzt hat er den immer noch. Anstatt ihn uns wiederzugeben. You spoke of the ultimate ritual weapon. Is it the only way to destroy the Reapers?
The Reapers used this unholy weapon in their rituals long before Asmodai was slain by Raphael. This ritual dagger bore the power of the demon, thus giving its wielder his strength and the ability to destroy the other Reapers who were otherwise immortal, as well as any of their foul minions and creations. Aha, da fehlt eine Lücke. Also, da fehlt ein... Wir haben irgendwo eine Platte vergessen, schätze ich mal. Okay, gut, haben wir das. Uns fehlt noch ein Teil vom Schloss. Ich glaube, wir sind kurz vorm Ende, kann das sein? Wir haben irgendwas übersehen, ne? Uns fehlt was. Komplettieren mit allen drei Stücken natürlich. Hab ich mal ganz kurz hier. Das mit diesen blöden Wimmelbildern, ne? So nervig. Eine sternförmige Vertiefung, wo natürlich was rein muss, nämlich ein Sheriffstern, Logo. Und dann zerbricht der Stein und dahinter ist natürlich ein Scheibenstück. Claro. Die Motte war nicht hier, die war hier. Okay, oder auch nicht. Packt doch die Spinne nicht ein. Wie eklig ist das denn? Eine Lupe. Eine Rose. Eine Motte. Ein Horn. Ein Tempel. Was? Fußfesseln. Aha. Eremit. Da ist eine Maus da hinten. Moment. Eremit, Fußfessel, Tempel. Da war der Eremit, Logo. Da ist der Tempel. Fußfessel. Fußfessel. Moment. Fußfessel, das sind doch diese Dinger da, ne? Diese, wo dann so eine Metallkugel dranhängt, oder nicht? Da ist die Fußfessel. Das letzte Scheibenstück, oh, okay. Oh yeah, in das Anwesen. Nein. Die Augenhöhle sieht leer aus. Nimm den doch trotzdem mit. You came for me. I knew you would. I'm fine, but I can't move. Hold on, sweetheart. I will get you out of there in no time. In no time. Ich muss die Wurzeln durchschneiden mit dem Ring.
Ich gehöre nichts nehmen, oder? Okay, wir sind im Anwesen, sieht ja ganz schick aus hier. Eine Türklinke abgeschlossen, natürlich. Hier können wir gar nichts machen. Da oben. Ein Edelstein, sehr schön. Hier haben wir die Vision eines Dämons, einige Köpfe fehlen. Natürlich, da können wir nichts machen, da können wir nichts machen. Und ein Knauf fehlt, ich muss ihn ersetzen. Zieh die doch da oben an dieser Vertiefung raus, Mann. Ah. Ach, das ist so ein Secret, böser... Alter, ins Bein gestochen, habt ihr das gesehen? Wir kitzeln die Wurzel ja, statt der wirklich weh zu tun. Please, you need to find my parents. The bad man will do something terrible to them if you don't. Don't worry, I will find them. That's a promise. But first, I need to take you to a safe... It's him. He's coming back. He can't find you. Quick, hide inside that cupboard. No matter what happens, don't come out until I call you. Promise me you'll be a brave girl. Hmm, I didn't think you would get this far. I must say I'm impressed. Now, speak. Where's the girl? You won't tell me. Ah, no matter. Either you hid her or let her run. It won't take me long to find her. Why are you here? I must report. I saw the girl. Running to the forest. North. Outside the mansion. I can show you. You see, I have many pairs of eyes watching. She can't have run far. My raven will catch her. Ah, would love to chat more, but you're not going anywhere. Now, if you'll excuse me, my other guests, a very nice family, are waiting. But don't worry, you're next. Ja, wenn der mal wüsste, dass die Verkäuferin auf unserer Seite ist, ne? Haben wir was Neues drin stehen? In Wurzeln gefangen, Whitmarsh, hat mich in seinem Anwesen erwischt. Es gab keinen Fluchtweg, aber Becky ist in Sicherheit. Nun muss ich einen Weg finden, mich der Wurzel zu entledigen. Vielleicht kann Becky helfen. Die ist so mutig für ein kleines Mädchen. Genau. Ja, das Schwert durch Becky. Becky, it's safe. The bad man is gone. You can come out now. What happened? Is he going to come back? Becky, listen to me. I'm trapped and I can't move. You need to be a brave girl and get through to Mr. Hamilton. He will keep you safe. Can you do this for me? No, I won't leave you. You helped me. I'm a big girl. I can handle this. Just tell me what to do. Gib mir das da. Becky, see if you can reach that sword on the wall. I can't. Try to move that chest over to the wall. I think you could climb it and reach the sword. It's too heavy. I can't move it. Really? Zum Glück hat Becky in den Schrank gepasst und konnte sich so vor Whitmarsh verstecken. See if you can. It's closed, but I see a keyhole on the front. Whitmarsh must keep the key close at hand. Try to look for it among the stuff on the cupboard. I found it! Yay! Yay! Great. Kann ich nicht mal irgendwas alleine machen, Mann? Ich bin ein großes Mädchen, muss aber alles mit Anweisungen machen, wisst ihr? We're almost there, sweetheart. The chest shouldn't be that heavy anymore. Try to push it now. I did it! I'm strong. Becky, stand on the chest. Very, very carefully reach for the sword, grab it, and bring it to me.
I told you I can do it. Was hat denn für eine Wurzel? Freiheit! Please hurry. We need to save my parents. Don't worry. I promise. I will find them. But first, I need to take you somewhere safe. But there's no time! I think I can help you with that. I misled Whitmarsh in the forest. He sent the raven out ranging and went to the tree himself. I'll take the little one to your friend in the logging camp. We'll wait for you there. No! I want to see my parents! Becky, be a good girl and wait for me there. I will return with your parents. You promise? I promise. Now go, and be careful. Ist die zum Kotzen, die Kleine? Entschuldigung. Meine Güte. Vor allen Dingen, wie der stand mit den Händen in der Tasche, meine Güte. Sie suche das Anwesen. Die Kartenverkäuferin brachte Becky zu Hamilton. Ich weiß, dass sie nun in Sicherheit ist und nun zu Beckys Eltern. Im Anwesen könnten sich Hinweise darauf befinden, wie ich in die Ritualkammer gelangen kann, wo sie festgehalten werden. Die Zeit rinnt davon. Durchsuche das Anwesen, finde Hinweise für einen Weg dorthin. Die Zeit rinnt wirklich davon. Was soll ich denn damit machen? Schriftrolle. Altes Foto. War die Uhr. Gläser. Was? Pferdepeitsche. Ich muss mal wieder... Wo sollen die Gläser denn überhaupt hin? Das Glas ist leer. Fächer, Gläser. Wo sollen die Gläser denn hin? Teleskop. Da fehlt ein W da unten. An der Schublade fehlt ein Griff. Ah. Warum will die jetzt einen Scotch trinken? Ein Whisky meine ich, Entschuldigung. Diese Frau, okay, da kommen die Gläser hin. Maske. Aufziehschlüssel kann man nicht mitnehmen. Teleskop. Pferdepeitsche war das, okay. Korkenzieher. Fächer. Korkenzieher. Das war der Korkenzieher. Wo ist ein Teleskop? Da ist das W hier, aber... Total gruselig, ne? Also da unten fehlt ja ein W hier. Ja, hau mal ab, Mann. Und hier ist dieses W, aber... Teleskop. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Vor allen Dingen. War ein Fernrohr, kein Teleskop. Ein Korkenzieher. Ja, natürlich, ein Korkenzieher. Mit dem kann ich jetzt hier oben
Die Schublade öffne, natürlich, und bekomme einen Schlüssel, mit dem wir die Tür öffnen können. Der obere Raum ist ja schick hier. Ich kann ihn nicht herausziehen, der Kristall ist in das Emblem eingewachsen. Immer diese Kristallzüchter, ne? Da haben wir nochmal so eine Brosche, dann haben wir hier einen Hinweis. Interessante Beobachtung, das Baumharz kristallisiert sofort nach Ablösen vom Baum. Gift drauf, Notiz, theoretisch könnte es als tragbare Energiequelle genutzt werden. Das Material ist enorm hart. Dekristallisierung nur durch Applikation einer Säure mit hoher Dichte möglich. Polizeibehörde des Staates Vermont, Richard Hamilton, Beruf Privatdetektiv, Diebstahl der Tatwaffe von Maple Creek. Sollte er sie haben, muss ich ihn finden. R. Hamilton, 1980 in Maple Creek verschwunden, tauchte dort im Jahr 2011 im Rahmen eines Kultmordfalls wieder auf. Aus unbekannten Gründen stahl er die Tatwaffe und wird nun polizeilich gesucht. Kommt mir alles ein bisschen so vor, als wäre hier der Withmarsh und der Prediger zwei Leute, die beide Asmodai da die Treue geschworen haben, bla 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 bla, ne? Ihr wisst Bescheid. Lebensübertragung. Aha. Die Glühbirne fehlt. Natürlich. Das? Ein Knipper? Eine Zange. Säure. Ich kann das Glas nicht einfach zerschlagen. Ich könnte die Flasche zerbrechen. Seltsame Zutaten oder Laborrüstung hat jemand Experimente durchgeführt. Ja. Maple Creek Morde enthüllt. Ein Sterblicher hat ihn überlistet. Zahlreiche Leichen wurden im Rahmen von Ermittlungen zum Verschwinden eines Mädchens zufällig von einem Polizisten freigelegt. Die Behörden haben ein Foto und ein Fahndungsausschreiben vom Prediger der Stadt veröffentlicht. Der Mann ist als bewaffnet und extrem gefährlich eingestuft. Prediger, du kannst dich nicht verstecken. Also scheinbar tatsächlich, die konkurrieren, die beiden. Es scheint, es wurde der Rest der Seite abgerissen. Es muss wichtig gewesen sein. Dann hätte man es nicht abgerissen, oder? Eine UV-Lampe beleuchtet die Übersicht. Ist dort etwas versteckt? Die ist natürlich kaputt. An dem Tresor fehlt ein wichtiges Teil und ich kenne die Kombination nicht. Okay, wir haben aber, so wie ich das gerade gesehen habe, einmal das hier. Na gut, aber wir haben das hier. One who had the weapon had the advantage over others and immediately became the first aggressor. However, bearing the artifact of desire, he would also become the most hunted prey. Lass mich raten, der Typ hier drin ist Schafsemblem, ist der Prediger, oder? Stumpf, aber irgendwie habe ich das so im Urin, sozusagen. Das ist nicht richtig, okay, dann eben nicht. Hier können wir nichts machen. Schreibtisch. War der Kristall, dafür brauchen wir die Säure. Wir haben eine Zange. Können wir mit der Zange hier... Wofür ist die Zange, frage ich mich. Okay, die ist nicht hierfür. Thank you.
glaube aber nicht, dass wir hier noch was machen müssen, oder? Hier haben wir nichts mehr, da können wir auch nichts machen. Da brauchen wir irgendwie einen Handschuh oder sowas, keine Ahnung. Wofür ist denn die Zange? Wir müssen das Ding öffnen, okay. Okay, ja, ich probiere gerade ein bisschen rum. Ich habe keine Lust, hier wieder irgendwas Doofes zu übersehen und deshalb dann nicht weiterzukommen. Ich sehe oft die Kleinigkeiten, die dann eine entscheidende Rolle spielen in dem Spiel hier. Wir sind ja bald Gott sei Dank durch, ne? Aber ich habe auch echt, also irgendwie. Es reicht doch alles so ein bisschen langsam hier. Don't worry. They're safe here. I'm keeping my eye on them. Please, you have to help my parents. Not much time left. You need to stop Whitmarsh once and for all. Natürlich mache ich das. Was noch sonst? Wir haben eine Zange. Und den Ring. Wir haben eine Zange und den Ring. Das wollte ich gar nicht. Das war ein Versehen, Entschuldigung. Wollte ich wirklich nicht. Vor allen Dingen nicht da hinten, ne? Huch! Huch! Was denn? Ich sag da nichts zu, ne? Dafür ist der Diamantring da. Oh Gott. Der Rabe weist Meister Asmodai seine Ehrerbietung. Lebende Opfer sollen endlos sein, Meister. Ja, ja. Die Küste ist der Schlüssel in den Titan. Cool, Hinweise, Hinweise, Hinweise. Wir haben hier die Glühbirne. Ja, da müssen wir mit diesen Felsformationen spielen, habe ich mir ja schon fast gedacht. Vincent Raven hat hier natürlich auch nochmal einen Auftritt. Wo ist er denn? Er hat bestimmt gesponsert, das Spiel. Ich kann es mir anders gar nicht vorstellen. Ah, ne, er ist schon vollständig. Uns fehlt noch ein halber Baum. Ich bin ein bisschen doof. Zerrissene Seite gefunden. Juhu! Passe alle Fetzen richtig an und setze sie korrekt zusammen. Tippe auf einen Fetzen und drehe ihn.
das wird ja ein Spaß, ne? Der Code ist fertig, wir machen trotzdem noch auch noch das letzte Stück hier rein. Mir fehlt ein Stück. Hallo? Da ist es ja, unter den anderen begraben, ey, das war gefährlich, eieiei. So, 47306. Wer ist denn da gerade so panisch weggelaufen? Ich kenne die Kombination, aber am Tresor fehlt immer noch ein wichtiges Teil. Wir haben nur eins von zwei. Beweise, wir bekommen bestimmt gleich das zweite. Tatmotiv. Tatort. According to the sketch, underneath the tree there's some kind of ritual chamber. Wait. That place where I saw Becky's parents. The roots were growing wild. And there's a door at the bottom of the giant redwood. According to the sketch, there should be a passage that leads down to the chamber. This just might be the place we're searching for. So, the obvious conclusion is to find a way to open the gate. So it is all about demonic rituals. I've seen something like this before. 2 years ago, in Maple Creek. Demonic rituals. According to the story I've been telling you, this shouldn't come as a surprise. It doesn't, but the way it works does. Makes my flesh crawl. The roots are used to suck the life from the victims. It feeds the heart of the demon's imposter, who originates from the tree. The roots, to be precise. The depleted corpses are left in the dark underground to rot. The whole area is warped and corrupted by evil. Twisted roots cover the land, obeying the will of their master. Like heartbroken, helpless witnesses, their once pure owners, the trees, are now dying, joining the victims in oblivion. I have to end this, by any means necessary. I will help you, Detective, as soon as I am set free. You have my word. Das ist 100 pro der olle Prediger aus dem ersten Teil, Mann. Ja, was willst du? All in the name of a demon. Whitmarsh has killed so many people. The more victims Whitmarsh sacrifices, the more powerful he becomes, together with his master. According to what you deduced from the evidence, the heart in the demon's imposter is the key that activates his terrible machine of death. As it collects the lives of its victims, it is bound to Whitmarsh himself. Aha. Na gut, danke. Krieg ich nix. Toll. Ja, sieht doch ganz gut aus hier inzwischen. Na gut, Leute, ich würde aber auch sagen, das soll es gewesen sein. Beim nächsten Mal das große Finale. Es zieht sich doch ordentlich hin, das Spiel, ne? Also, ist nicht böse gemeint, ist ja gut, wenn es lange ist, aber war auch schon nicht schlecht. Von der Länge her. Beim nächsten Mal das große Finale, definitiv. Viel fehlt nicht mehr, wisst ihr ja selber. Und mal gucken, ob wir Whitmarsh aufhalten, ob Tyrael dann schafft, Asmodai zu töten und ob wir den Diablo aufhalten können. Ob Blizzard uns auch im dritten Teil nochmal diesen Erfolg beschert, erfahren wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Enigmatis 2, Diablo 3. Bis dann, ciao.